Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mein letzter Tag. Ich werde morgen früh abreisen und da möchte ich Ihnen zu guter Letzt heute auch noch einen kleinen Eindruck aus dem Glashaus E geben. Und zwar sind hier Tosai zur Aufzucht und die werden jetzt in ein anderes Glashaus gebracht, weil hier natürlich in einigen Wochen dann auch die Zucht stattfinden wird. Und dafür wird natürlich Platz benötigt. Und jetzt möchte ich Sie einfach mal ein bisschen über die Schultern schauen lassen, was die Jungs hier so machen. Becken Nummer 1 ist geleert. Hier sind noch Toaster drin, und zwar aus der Deutz-Otschiba-Linie. Einige Deutz-Ginrin, normale Ginrin, Soragoi, Ginrin Matsukawabake. Das sind jetzt allerdings unten, da werden die Jungs gleich als nächstes anfangen zu keschern. Hier das zweite Becken, das sieht man sie vielleicht noch mal besser. Ganz ruhig, Jungs und Mädels. Und die werden jetzt allesamt mit nach oben gehen. Und das sind ja die Becken, die man eben kennt, wo dann innen drin noch dieses feine weiße Netz eingebracht wird. Dann kommt noch Laichsubstrat rein. Und dann findet eben hier die Verpaarung der Elterntiere statt. Hier hinten auch die Buckyschauer. Schauen wir mal weiter. Auch hier noch ein Kawarimono-Mix. Und auf der anderen Seite sehr, sehr cool Ginrin Sanke und Sanke. Also auch da sind die Jungs dran, haben gezüchtet und auch die werden jetzt hochgebracht, werden dann natürlich auch in den nächsten Tagen oder Wochen noch selektiert. Hier das zweite Becken, auch nochmal Ginrin Sanke und Sanke. Hier ist bereits alles leer. So, und dann schalte ich sie gleich wieder hinzu, wenn die Jungs das nächste Zugnetz durchgezogen haben und wir dann die Fische von ein bisschen näher sehen können. Jetzt sieht man sie nochmal von nahem. Aus der Deutz-Otschiba-Linie. Deutz-Otschiba, Deutz-Ginrin-Otschiba, Ginrin-Otschiba. Ginrin Soragoi. Kumonryu? So, Ginrin Kumon. Ah, Ginrin Kumonryu. Auch was sehr Seltenes. Und ein weiteres Becken mit Quaku Ginrin Quaku und Kuchaku. Und hier auch nochmal. Otschiba, Ginrin Otschiba, Kohaku, Ginrin Kohaku, Soragoi, Ginrin Soragoi. Von allem was dabei. Also ist wirklich beeindruckend. Ich bin jetzt wirklich das erste Mal hier live in Japan, aber wenn man sieht, was Konishi mittlerweile an den verschiedensten Varietäten züchtet, also das ist schon wirklich gigantisch. Eigentlich für jeden was dabei, für so gut wie alle Varietäten ist man mittlerweile in der Lage, das zu züchten oder hat es auf jeden Fall auf dem Schirm, dass man da dran arbeitet. Hier geht es weiter mit Kuchaku. Die werden natürlich hier gleich noch selektiert. Akimoto nimmt sich da die Zeit und schaut dann natürlich über jeden Koi drüber und die werden dann auch entsprechend zugeordnet und dann neu verteilt. So, wir sind wieder im Glashaus der Jumbo-Tosai. Das, was unten selektiert wurde. Und jetzt hier dazu ist die gleiche Blutlinie.
In dem Becken stehe ich wirklich sehr, sehr gerne. Die sind einfach nur genial drauf, tolle Qualität. Die Abschieber machen wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich muss hier mal wieder raus, weil hier ist schon wieder so heiß. Hier geht es Schlag auf Schlag. Das Becken mit dem Kutschakku ist schon wieder fertig. Und jetzt geht es hier weiter. Da schauen wir den auch gleich noch rein. Hier drüben haben wir noch die Deutz-Otschieber Blutlinie. Also wir arbeiten uns jetzt schön von hinten nach vorne. Wir haben aber auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Ich stelle mich mal wieder im Weg. Als nächstes sind Kohaku und Ginrin Kohaku, Soragoi, Ginrin Soragoi. Dann. Die haben wir gestern schon im Detail gesehen, als wir, oder die vergangenen Tage, bei mir war es gestern, als wir die Jumbo Tosai selektiert haben, bevor sie jetzt dann die nächsten Wochen in den Naturteich gehen. Ich habe Makoto gefragt, ob wir noch eine kleine Wanne mit den ausgewählten, also den Tategoi aus der Deutz-Otschieber-Linie sehen können. Wir haben hier sehr schöne Otschieber-Deutz oder Ginrin-Deutz-Otschieber, Kunomonryo als Ginrin. Also wirklich einzigartig. Tansho Bini Kumonryu. Also wirklich auch die Deutz-Otschieber sehr, sehr schön. Das wollte ich Ihnen einfach mal zeigen, dass auch bei so einer Verpaarung alles entstehen kann. Und das sind wirklich auch tolle Tiere. Wer was Spezielles sucht. Makoto schaut sie sich nochmal in der Wanne hier an. Makoto-san, arigato gozaimasu. Als nächstes kommen die Metallic Otschieber und die Blutlinie wird jetzt hier selektiert, beziehungsweise dann erstmal gefangen, im nächsten Schritt dann selektiert und weiter vorne ist Akimoto schon damit beschäftigt. Also es geht schon besser, Jungs, hier sind noch ganz schön viele drin. Vorne sind die Jungs schon mit Shovanen Sanke und Ginrin Sanke beschäftigt. So rum. Die Jungs waren schneller, deswegen bin ich mal hier kurz rüber gegangen. Hier sind Ginrin Shirobeko, Ginrin Sanke, Sanke. Der eine oder andere Benigoi, der natürlich auch warum kommt. Tansho, Ginrin Tansho Sanke. Also von allem was dabei. Ich frage mal bitte, dass wir auch da mal nachher eine kleine Auswahl sehen können. Weil so im Getümmel ist es natürlich ein bisschen schwer was zu erkennen. Bis dahin lasse ich die Jungs jetzt mal selektieren. Und schalte sie dann später wieder hinzu. Wie versprochen hier eine kleine Auswahl aus der Ginrin Sanke und Sanke
Verpaarung, also Blutlinie. Und ich habe gerade mit Akimoto gesprochen über die Qualität. Und er sagt, das Sumi ist wirklich gigantisch, also von einer sehr, sehr hohen Qualität. Ist an erster Stelle. Und die Körper sowie die Zeichnung auch sehr gut, aber das Sumi ist einfach gigantisch. Wirklich sehr, sehr attraktive Koi. Bin ich sehr gespannt, wie sich die weiterentwickeln werden und auch die Blutlinie bzw. Verpaarung. Auch wir haben natürlich immer wieder oder viele Anfragen bezüglich Sanke und Ginrin-Sanke. Und das sieht definitiv sehr vielversprechend aus. Jetzt schauen wir dann noch zu Makoto und schauen uns die Deutz, die Hikari Achiba an. So rum. Ich komme hier mit Deutz und dem ganzen verschiedenen Tosai, die wir hier heute betrachten, durcheinander. Entschuldigen Sie das. Aber das sieht schon sehr, sehr toll aus hier. Das zweite Becken. Ginrin Sanke Sanke. Das sieht doch schon mal gigantisch aus. Also das, was Akimoto gesagt hatte, Sumi ist wirklich gigantisch, aber auch die Rotqualität sehr schön, sehr tolle Körper. Sehr, sehr beeindruckend. Dieses Becken und dieses Becken haben wir noch. Auch eine ganz spannende Geschichte hier. Verpaarung Showa mit Ginrin Nanashigoi. Nanashigoi hat ja bekanntlich Karashi-Blut. Und dann können Sie erahnen, was da natürlich für ein Ziel dahinter steckt. Und da gibt es natürlich, und wenn es nur einer am Ende ist, zu finden, mit dem man möglicherweise wieder weiterzüchten kann, der eben das phänotypisch vielleicht in die Richtung Showa geht, kann aber natürlich auch was anderes sein und genotypisch zu gewisser Weise auch das Karashi-Blut in sich trägt. Da bin ich auch gespannt. Und dann haben wir natürlich hier noch Kuchaku. Schauen wir uns dann auch noch an. Wer die Qual hat, hat die Wahl. Das ist eine neue Kuchaku-Blutlinie, aber Kawari Kuchaku. Und da geht es natürlich auch darum, dann neue Elterntiere. Uiuiui. Neue Elterntiere zu finden. Und da sind jetzt noch einige zum Selektieren. Und da macht sich Akimoto jetzt an die Arbeit. Jetzt bei Makoto an der Metallic Ochiba Linie. Und zwar ist er auch ganz viel Ginrin mit drin und da wollte ich Ihnen einfach mal einige coole Sachen oder coole Tiere zeigen. Metallic gepaart mit Ginrin und zwar wirklich ein tolles Ginrin hier in Metallic, also Ginrin Metallic Ochiba
Genon Koyo, Matsukawabake, eine orange Oger mit Ginrin. Also wirklich sehr, sehr ausgefallen und einzigartig. Aber wenn man eben die richtigen Elterntiere miteinander verpaart, dann ist auch sowas möglich. Wir schauen sich nur mal dieses Ginrin an. Natürlich ist beim einen oder anderen der metallicfarbene Glanz noch nicht der stärkste, aber trotz allem attraktive Kawarigoi. Und wirklich ausgefallen und einzigartig. Das kann man gar nicht anders sagen. Der Kleine hat es mir wirklich angetan. Das finde ich echt. Sieht stark aus, dieses Metallic Orange und dann noch die Ginrin-Schuppe, die das Ganze ein bisschen gold glänzen lässt. Auch hier, da ist das Ginrin nicht ganz so stark. Aber bei ihm zum Beispiel wieder sehr stark ausgeprägt. Die Kochaku sind fertig. Ein Becken bleibt noch. Das muss aber leider noch auf sich warten. Heute schaffen wir das leider nicht mehr. Und damit bin ich leider nicht mehr da, wenn die selektiert werden, aber sie haben jetzt einige Eindrücke bekommen. Und ich denke, da waren ja auf jeden Fall sehr, sehr schöne und interessante Koi dabei. Wir haben jetzt noch ein Shipment vorzubereiten. Und das wird noch bis spät heute Abend dauern. Machen Sie es gut. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und Ihnen haben die Eindrücke gefallen. Es wird vermutlich der letzte Block hier in Japan sein. Und dann bin ich morgen im Laufe des Tages wieder in Deutschland. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Und bis bald.